Du siehst eine wuchtige Frau, die ein schweres Kleid aus Sackleinen trägt. Sie geht schwerfällig durch den Raum. Ihre Gelenke knacken, als sie sich nach vorn beugt, um Dinge von den verschiedenen Tischen aufzusammeln. Ihre Haare sind mit einer knöchernen Haarnadel nach hinten gesteckt und sie macht einen sauertöpfischen Eindruck. Ja, das tun sie hier alle. Sie murmelt in einem leichten Singsang vor sich hin. Hi! Frau scheint dich nicht zu hören. Vielmehr stolpert sie zurück zu einem der langen Tische und beginnt an einer der Leichen herumzuzupfen. Komm schon, sie klappert mit den Zähnen. Mach's Martha nicht so schwer. Er stellt sich an, nicht wahr, Martha? Ja, ja, das tut er. Hi? Martha springt erschrocken von der Leiche weg und stößt einen wichtigen Schrei aus. Ah! Sie ringt nach Luft. Dann zischt sie wütend die Leiche auf den Tisch an. Wärst du nicht tot, hättest du vorher mal was sagen können. Falsche Leiche. Böse Leiche, ja. Schämst du dich nicht? Oh, es tut mir leid, dass ich gerade mal nicht tot bin. I'm so sorry. Ich werd's, ja, ich arbeite dran, es zu ändern, aber es funktioniert halt einfach nicht. Ich hab hier gesprochen, nicht die Leiche. Martha blinzelt und dreht sich um. Was? Wie bist du so schnell darüber gekommen? Bin ich hier nur wieder gelandet. Sie murmelt vor sich hin. Martha, wie hat er das gemacht? Kein Schimmer. Kein Schimmer. Ja, pf, weiß ich auch nicht. Einfach so vom Tisch gesprungen. Martha, diese Grabräuberin ist blind und fast taub. Nein, echt, Martha. Danke. Gut, dass du nochmal das Offensichtliche aussprichst. Martha murmelt weiter vor sich hin. Irgendwas über Leichen und Dankbarkeit, was du nicht richtig verstehst. Wer bist du? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Martha, hat er da gefragt, wer ich bin? Ja, hat er, hat er. Sie fängt an zu summen. Niemand anderes als ich. Ich bin Martha. Martha, die Näherin. Martha, die Näherin. Martha, die Näherin. Oh mein Gott. Sie hat auch einen Vollknall wie alle hier. Sie wendet sich wieder der Leiche zu, während sie ihren Namen vor sich hin singt. Puh. Und was machst du da? Hoffentlich singt sie das nicht auch. Martha dreht sich mit einem Schnaufer wieder zu der Leiche um. Ich versuche, diesen Dussel dazu zu bewegen, seine Fädchen und Zähnchen herzugeben. Und er will einfach nicht kooperieren. Nein, nein. Sie schüttelt den Finger, als ob sie mit einem kleinen Kind schimpft. Dickköpfig wie ein Esel, nicht wahr, Martha? Sie zieht einen Flunsch. Ja, ja, das ist er. Und, wovon redest du da, du verrückte Frau? Du musst die Fädchen, die Zähnchen rausziehen, nicht wahr, Martha? Vielleicht könntest du mir helfen. Ich habe dir geholfen, altes Mädchen. Kein Grund, in so einem Ton mit mir zu reden. Zieh die Fädchen, Zähnchen raus, ja? Und die Dingerchen innen drin. Ja, klar. Zieh einfach alles aus ihm raus. Die näheren Gilde ohne Nadel und Faden, okay. Warum ziehst du vielleicht Zähne und Fäden? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Leg sie zur Seite, Martha. Das ist es, was ich hier mache. Sie kratzt sich am Kopf. Ja, Martha, das tun wir. Nähfäden und Zähnchen sind wertvoll. Kann man Klimper-Klimper damit machen? Nimm die Leichen aus, die wir dir bringen, sagen sie zu Martha. Zieh die Zähnchen-Fädchen raus und die Dingerchen in der Leiche drin. Nimm sie richtig aus und dann verkaufen wir sie an die Staubis. Wer hat dir das aufgetragen? Der fettgesichtige Schweinequint, der an... Und der andere Krückenhumpler, die Humpelkrücke, der schön seltsame Fahrrad. Stimmt's nicht, Martha? Sie lächelt schief und nickt. Ja, stimmt, Martha. Okay. Ja, wo ist der Fahrrad? Die alte Sau, den suche ich schon lange. Martha zuckt die Schultern. Wo ist Fahrrad? Fragt er hier. Er ist hier, Martha, nicht wahr? Sie nickt. Ja, Fahrrad ist hier, Martha. In einem der Gebäude hier ist er. Cool, danke. Was machen sie mit den Sachen, die du den Leichen entnimmst? Verkaufen. Verkaufen für Glänzendes. Aha. Kann ich dich noch was anderes fragen? Oh, scheiße, kann ich. Hat er da Fragen gesagt, Martha? Martha blinzelt und runzelt zu dir Stirn. Ja, Martha, hat er. Denn er hat den Fragenblick, den hat er. Ja. Also dieser fragende Blick, das ist mein typisch ahnungsloses Gesicht. Das ist ganz normal.
Kannst du mal in meinem Knochengerüst nachsehen, ob du irgendwas findest? Ja, das ist das Erste, was ich irgendeine Fremde, die Leichen auseinandernimmt, fragen möchte. Ja, frage ich sie. Martha blinzelt dich an. Dann nickt sie. Martha kann das machen, nicht wahr, Martha? Ja, kannst du. Morte, ich werde mir das nicht ansehen. Ja, der guckt halt weg. Martha? Wo? Wo? Martha studiert dich, als ob sie nach der besten Stelle sucht, um dich aufzubrechen. Auswahl. Schneid mir den Bauch auf oder den Brustkorb, schau mal in den Eingeweiden nach oder brich mir mal den Schädel auf, wenn du so freundlich wärst. Wer sagt nicht einer vollkommen Fremden, du, also wenn es dir denn was ausmachen würde, es wäre absolut unfassbar liebenswürdig und ich wäre dir auf ewig dankbar, wenn du mir mal ganz kurz schnell die Schädeldecke aufknacken würdest. Ja, vielleicht können wir die nacheinander durchgehen. Ey, ich fange mal mit den Eingeweiden an. Das scheint mir am sichersten. Du liegst auf dem Tisch und Martha beugt sich über dich. Ein rostiges Messer in der Hand. Oh, toll. Du spürst einen stechenden Schmerz, als sie deinen Unterleib aufschlitzt und dann mit einer sägenden Bewegung brutal nach unten schneidet, sodass deine Eingeweide freigelegt werden. Trotz der Schmerzen schaust du in schweigender, morbider Faszination zu, wie sie vor sich hin so mit deinen Organen durchstöbert. Ja, da wollte ich schon immer mal dabei zusehen. Ah, du fühlst einen reißenden Schmerz, als Martha die strangartige Masse deiner Eingeweide, aus der Blut und andere Flüssigkeiten strömen, in die Höhe hebt. Schau dir das an, Martha, schau dir das an. Ich seh's, schneid hier, Martha bringt einen kleinen geschickten Schnitt an der Stelle einer der Därme an und du hörst ein Ting, als ein kleiner metallischer Gegenstand auf den Boden fällt. Oh, ja toll. Ah, nee, mit dem Bauch fangen wir nicht an. Also wenn, dann gehen wir all in die inneren Organe. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ich habe Gegenstände gekriegt, die ich im Bauch hatte. I'm so happy. Daraufhin steckt Martha die schwabbelige Masse wieder zurück in deinen Körper, bückt sich, um den Gegenstand aufzuheben. Anscheinend ist es ein Ring. Oh, nice, hoffentlich ist es ein magischer Ring. Sie wirft ihn dir zu. Schön, schön, was, Martha? Sie nickt, ja, Martha. So etwas sollte man nicht verschlucken. Nein, nein. Ja, sonst noch was? Martha schüttelt den Kopf. Sonst nichts, Martha? Bist du sicher, Martha? Sollen wir es mal woanders versuchen? Ja, okay, jetzt nehmen wir den Bauch. Man kann den Darm auch nochmal aufschneiden lassen. Finde ich sehr interessant. Okay, ja, das ist derselbe Text. Einen Moment lang wird es schwarz vor Augen. Dann siehst du wieder scharf und erkennst, wie Martha den Kopf schüttelt. Nichts, nichts gefunden. Was, Martha? Sie schüttelt den Kopf. Nein, nichts, Martha. Kein Glück. Sollen wir es nochmal versuchen? Ja, nimm doch dieses Mal bitte den Brustkorb. Du liegst auf dem Tisch und Martha beugt sich mit einsatzbereitem Hammer und Meißel über dich. Es gibt ein lautes Krachen, als sie deinen Brustkasten spaltet. Nice. Und du schluckst deine Schreie runter, als sie anfängt, in deiner Lunge zu kramen. Als du versuchst, nach Luft zu schnappen, spürst du deinen Körper nicht mehr, dann wirst du vor Schmerzen ohnmächtig. Und wieder sind wir weg. Und Martha hat nichts gefunden. Also, siehst du, wie ich einfach random das Richtige gefunden habe und dachte, hey, in den Eingeweiden, da steckt's drin. Ja, dann brich mir doch jetzt mal bitte den Schädel auf, Martha.
Das würde mich so unfassbar glücklich machen, wenn du mir mal eben schnell den Schädel aufmachen würdest. Oh, stimmt, war das nicht bei Tides of Numenera auch, dass man sich da irgendwie rumoperieren lassen konnte? Mach mir mal bitte da dieses auf und ich kann mich da dunkel dran erinnern. Du liegst auf dem Tisch und das Letzte, was du siehst, ist Martha, wie sie sich mit einsatzbereitem Hammer und Meißel über dich beugt, ja. Es gibt ein lautes Krachen und du schreist, während alles um dich herum schwarz wird. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Okay, im Schädel hatte ich auch nichts. Ja, dann sind wir hier, glaube ich, fertig.